Tischtennis am heutigen Mittwoch. 16. Oktober, denke ich, vielleicht auch 17. Jedenfalls erster Tag bei den Polish Open oder polnischen Open. Da sind wir gerade nicht, sondern in der Halle der Realschule Zirndorf. Das Eingangsdoppel mit dem Gesicht zur Kamera. Norbert Daut, der Linkshänder, mit seinem Partner von der Spielvereinigung Kräuter Fürth und die Gastgeber links mit Brille Tobias Merkel und rechts Bastian Ritter. Hinten, ganz im Hintergrund, sieht man jetzt gerade vom Kräuter Fürth Lulatsch verdeckt. Er bückt sich, damit man es sehen kann. Ein Zaungast, mein Ahmed, mein Freund aus der Steinplatte in Fürth-Südstadtpark, der sich hier mal kundig macht, wie es bei mir im Verein zugeht. Er hat auch schon sehr hochklassiges Tischtennis gesehen beim Pokalspiel TV Hildpolstein gegen Celle, zweite Liga, dass die Hildpolsteiner knapp 3-2 verloren haben, aber da waren tolle Spiele zu sehen. Ganz so wird das Niveau hier nicht sein, aber mal gucken. Thank you.
1:0, dieses Eingangsdoppel zugunsten der Gastgeber Zephyr dem Unter Asbach. Und da drüben schauen wir mal. Da sieht es, glaube ich, nach einem 1:3 aus für Kräuter Fürth. Damit die ersten beiden Eingangsdoppel 1:1. Also es könnte auch in den Einzel dann eine enge Kiste werden. Schauen wir mal, alle Videos, die wenigen, die ich hier vermutlich machen werde, die werden es nicht werden, auf Reinhard Steinbrecher, der YouTube-Kanal Reinhard Steinbrecher und Zuchtboot Unter Asbach gegen Kräuter für 2:19:10. Ja, ist heute der 16., ist heute der 17. Das müsst ihr notfalls probieren.